Alle haben Angst um die europäischen Werte und keiner weiß eigentlich, was die sein sollen. Sind das die, die wir sind, oder sind das die, die wir eigentlich leben wollen, aber nicht richtig hinkriegen? Also, wenn es um unsere Helden und Vorbilder geht, das sind alles Folterknechte von Kolumbus bis Obelix und Bud Spencer. Nicht lang fragen, auf die Fresse hauen. Zack. Alle unsere Helden. Nehmen Sie, wen Sie wollen. Bruce Willis, Clint Eastwood, Belmondo, Alain Delon, Lino Ventura. Alles Folterkommissare, die unsere westlichen Werte verteidigen. John Wayne hat den Indianern in die Augen geschossen, wenn sie schon tot am Boden lagen. Ja, Schimanski hat die Leute dermaßen verdroschen, bis der Tanner dazwischen gehoppelt ist jedes Mal. Und man dachte, Tanner, geh zur Seite, lass den Schimmel. Perfekt, da wundert mich nichts. Gibt immer auch so niemanden mit Raffinement, der mal so mit Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen den Leuten was entlockt hätte, was sie nicht freiwillig hätten preisgeben wollen. Gab's gar nicht. Columbo gab's. Aber der bestätigt im Grunde die Regel mit seiner Ausnahme. Kein Mensch wollte Columbo werden, das war doch kein Held. Das ist der mit dem viel zu großen Trenchcoat, der jahrzehntelang durchs Bild getapert ist. Ich dachte immer, hat der niemanden, der mal was aufbügelt oder so. Ist doch kein Held gewesen. So möchtest du doch nicht werden mit 13. Ich hatte als Junge immer schon Mitleid mit Columbo. Der tat mir immer so ein bisschen leid. Och, der Arme, dachte ich. Wenn ich eine Frau wäre, ich würde Milcheinschuss kriegen bei Columbo. Aber das ist doch kein Held. Das ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl. Den mochte man gerne. Aber ein Held war das keiner. Der war auch immer so ein bisschen pekig irgendwie. Bei dem wäre ich zu Hause nie gern auf Klo gegangen. Aber der war halt nett, ne? Und genau das meine ich. Die Netten sind immer so ein bisschen schrullig und so ein bisschen doof. Aber die Netten sind halt die Netten. Wir wollten Belmondo sein, wie gesagt. Der hatte die geilsten Muskeln, die geilsten Jeans, das Hemd bis hier offen. Der hatte auch 60 Zähne. Hat er 60, ja. Und immer den Leuten die Nase direkt ins Großhirn gedroschen, zack. Und dann jede Frau mitgenommen, die er wollte. So wollte man mit 13 sein. Aber nicht Columbo. Derrick? Derrick hat auch nie gefoltert. Aber der war dermaßen asexuell, der hätte wegen mir auch foltern können. Ich wäre nicht gern Derrick geworden. Also. Schimanski, wie gesagt, wollte man sein. Schimanski. Morgens mit 3 Promille Restalkohol aufwachen, 2 rohe Eier ins Glas, die Stiefel an und im nächsten Bild den Nachbar schon die Zähne weggetreten damit. Und dann das Hemd reinwurscheln und durch die Haare nuscheln. Das waren unsere Helden. James Bond. James Bond ist für mich der pädagogische, unterhaltsame Arm der NATO. James Bond erklärt der ganzen Welt seit Jahrzehnten jetzt, zwischen Argentinien und Sibirien, wie wir Europäer im Grunde seit Jahrhunderten mit dem Rest der Welt verfahren. James Bond vögelt und ballert sich durch die dritte Welt, wie er Lust hat, und die Frisur sitzt. Und wenn sich die Süße dann postkoital doch als Spionin erwiesen hat, dann darf er sie in irgendein Piranha-Becken stoßen oder mit so einem Schalldämpfer im Negligé erschießen. Dann steckt er sich eine Fluppe ins Gesicht und feixt so ein bisschen in die Kamera. Und das geht für alle Zuschauer zwischen Patagonien und Novosibirsk völlig in Ordnung. Wissen Sie warum? Weil der die Lizenz zum Töten hat. Ja. Wo hat er die her? Ist die vom Himmel gefallen? Wo gibt's die? Will ich auch haben. Eine sich selbst erklärende Erklärung. Fantastisch. Das ist so unser Narrativ. So machen wir es eigentlich überall. Wir verkaufen dann sämtliche Diktatoren Waffen und wenn sie dann einsetzen, sind wir stinksauer. Hallo? Wir haben euch die Waffen nur zum Angucken verkauft, nicht zum Verwenden. Und dann werden sie postkoital mit dem Schalldämpfer im Negligé erschossen. Perfekt. Ist immer das gleiche Muster. Und wenn es dann knallt, dann vergießen wir Krokodilstränen und haben hier eine Schweigeminute im Bundestag, die wir uns selber nicht mehr glauben. Wir haben Saddam Hussein Giftgas verkauft und als er damit Israel bedroht hat, haben wir den Israelis noch Gasmasken verkauft. Ja, unsere Moral möchte ich nicht haben. Wir verkaufen denen Waffen und glauben, weil wir den Voltaire und den Kant in der Tasche haben, geht das voll in Ordnung. Wir verkaufen euch ja aufgeklärte Waffen. Das macht's doch doppelt schlimm, weil wir es doch besser wissen müssten.
stopfen sämtliche islamische Diktaturen seit Jahrzehnten voll mit Waffen und sitzen jetzt in den Talkshows und sagen, also Islam und Demokratie, das klappt ja wohl nicht so richtig. Sind Sie auch so froh, dass Sie bei den Guten sind? Ja, ich auch. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich bei den Guten bin. Jeden Morgen wache ich auf und denke, Gott sei Dank bin ich bei den Guten. Und jetzt fliegt die Lebenslüge halt auf. Jetzt merken wir, dass Europa in den letzten Jahrzehnten nur deshalb so ruhig und so sicher war, weil um uns herum Diktaturen geherrscht haben. Um diese Ruhe und Sicherheit in Europa wiederherzustellen, müssten wir also die Fluchtursachen bekämpfen. Also wir sollten so schnell wie möglich überall wieder Diktatoren einsetzen in diesen Ländern. Und dann fragt man sich in Talkshows, wie wir unsere Werte verteidigen. Das ist die vollkommen falsche Prämisse. Du kannst Werte nicht verteidigen. Du kannst Werte nur leben und dann werden sie manifest. Aber wir Europäer sind echte Schlauberger. Wir wählen unsere Diktatoren selber. Den Chinesen und Russen hat man Mao und Stalin vor die Nase gesetzt. Mussolini und Hitler wurden frei und demokratisch vom Volk gewählt. Das wird man doch wohl noch wählen dürfen. Also, ich bitte Sie. Und dann frage ich mich immer, wofür haben wir die Klemperer-Tagebücher und Sebastian Haffner meterlang in dem Regal stehen? Einfach mal lesen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Schönen guten Abend.